Ja, ich bin Kati, ich komme aus der Nähe von Dortmund. Ich habe einen YouTube-Kanal und eine Instagram-Seite, beides heißt Kati Schloti. Und ja, ich bin hier in der Reiter-WG und gucke mir das Ganze mal an, sag ich mal, und bin gespannt, wie die Zeit wird. Also, ich bin Linda, 24 Jahre alt, komme aus Hatten in Niedersachsen und bei Instagram bin ich LiliLin92. So, also, ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich über meine vier Pferde berichte. Escada, Rubinesca, Rubien und Rubiel. Da geht es eigentlich um mich und mein Pferd, das ist Quantico, das ist ein 9-jähriger Wallach, mit dem reite ich im Moment L-Springen. Und ja, ich mache Follow-Me-Rounds, ich mache Turniervideos und eigentlich mache ich so alles Mögliche um den ganz normalen Alltag, den man so hat als Reiter. Ja. Ja, also Emma ist ein Fjordpferd und die hat eigentlich eine ganz besondere Farbe, weil sie weißfarben ist. Das gibt es auch nicht so oft. Und Tofi ist ein kleines Mini-Shetty, der ist 74 cm groß und mit dem mache ich ganz viel Bodenarbeit, zum Beispiel Horse Agility. Das macht er ganz gern. Der läuft auch wie ein Hund frei im Gelände mit. Ja. Ja, also ich bin nur eine Nacht leider da, weil ich am Montag wieder zurück muss, aber heute und morgen. Und ja, bin mit meinen Mädels hier und bin ganz gespannt, auch auf die anderen Mädels so. Man lernt sich ja kennen, also ich finde das eine ganz tolle Idee und vielen herzlichen Dank an der Stelle noch. Also es ist echt Wahnsinn, ganz toll. Ich bin früher, bevor ich mit YouTube begonnen habe, bin ich auch immer wieder mit meiner Haflingerstute Escada auf Turnieren gestartet, aber jetzt, sobald man YouTube macht, hat man einfach kein Leben mehr und deswegen Freizeit. Aber es macht mir auch richtig Spaß. Ja, ich heiße Svenja, mein Kanal auf YouTube, der heißt Svenjas Vlogs. Da mache ich hauptsächlich ja eigentlich nur lustige Videos, so ein bisschen Comedy. Und ja, mein Pferd heißt Tresor. Es ist ziemlich überwältigend. Wir sind hier alle ziemlich überrascht, muss ich sagen, über diese Flut von Geschenken. Ist ein bisschen wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja. Wir haben ziemlich schöne Sachen bekommen, zum Beispiel von CEP Kompressionssocken, die ich persönlich ziemlich interessant finde. Ja, dann von Fox Teufelswild diese wunderschönen glitzernden Beutel. Von Uwex haben wir noch Handschuhe bekommen. Ja, von Effold ein riesen Angebinde an allen möglichen Pflegeprodukten. Also ja, und diese wunderschönen Einhornschuhe, die jetzt alle tragen hier. Ja. Viele schöne Sachen, die wir jetzt alle ausprobieren können. Also wir sind nur heute Abend da als Partymäuse und ja, morgen sind wir wieder auf der Equitana und dann fahren wir wieder nach Hause. Also wir beide müssen ja noch 300 Kilometer fahren mit dem Zug und deshalb. Wir sind morgen nochmal auf der Messe und ich bin gespannt, ob wir das noch irgendwie überleben und so viele rosa Sachen wie möglich zu shoppen oder Regenbogensachen.